Das Spiel der Woche wird Ihnen präsentiert von Schweifel, Ihr Premium-Partner für Hausgeräte und Elektroinstallationen in Greven und Umgebung. Und von Fanshot Küchen und Wohnwelt in Greven. Hier finden Sie hochwertige Küchen und Möbel von namhaften Herstellern. Küche, Raum, Manufaktur. Fanshot. Perfekt aus Tradition. Hallo und herzlich willkommen zum Heimspiel Spiel der Woche. Halbfinalzeit im Kreispokal Münster. Wir schreiben den 14. August 2020. Und in dieser Halbfinalbegegnung haben wir zum einen den SC Greven 09, den Vorjahreszweiten beim Corona-Saisonabbruch aus der Bezirksliga Westfalen Staffel 12. Und als heutigen Gegner den VfL Wolbeck, dem Vorjahresachten, ebenfalls aus der Bezirksliga Westfalen, vormals Staffel 12, jetzt aber abgewandert in die Staffel 7. Und damit nochmals willkommen zur Kreispokal-Halbfinalbegegnung in der DW Werbung Arena in Greven. Die Corona-Pandemie ist leider weiterhin allgegenwärtig und sorgt im Vorfeld der Partie für einige Irritationen. In der Wolbecker Elf hatte sich nämlich am Tag vor dem Spiel ein Corona-Verdachtsfall ergeben, sodass der VfL das Spiel kurzerhand absagte. Am Folgetag, also am Matchday, dann die Entwarnung und die Info, dass das Spiel doch ausgeführt werden konnte. Zum Glück, denn es wurde ein sehr interessanter Kick hier in der Schönefried. Wegen der vorliegenden Unwetterwarnung hatte ich mich vorsichtshalber unter das Tribündach verzogen und nicht wie gewohnt von der gegenüberliegenden Dachterrasse aus gefilmt. Da die meisten Spiele im Kreispokal Münster 2019-2020 schon etwas zurückliegen, habe ich hier nochmal die wichtigsten Eckdaten parat. Zur Gedächtnisauffrischung werfen wir also an dieser Stelle nochmal einen Blick auf den Turnierbaum. Im letzten Spiel der Woche sicherte sich Freckenhorst das letzte Halbfinalticket und trifft dort auf die Westfalia aus Kinder aus. Der SC Greven 09 und der VfL Wolbeck kämpfen im anderen Halbfinale nicht nur um den Einzug ins Kreispokalfinale, sondern auch um einen Startplatz im Westfalenpokal. Na, wenn das mal keine Motivation ist. Hier haben wir den Mann, der mit der Spielart und der Partie beauftragt worden ist, nämlich Moritz Ludorf. Er musste in diesem Pokalspiel auf die Hilfe von ausgebildeten Assistenten am Spielfeldrand verzichten und war damit auf sich alleine gestellt. Keine einfache Aufgabe, wie wir gleich sehen werden. Und damit, meine lieben Zuschauer, war es soweit angerichtet. Das ist ein Heimspiel, ein Spiel deines Lebens. 90 Minuten, um alles zu geben. Wie Rock'n'Roll, Fußball ist für die Ewigkeit. Dann noch schnell die obligatorische Vorstellung der Startformation. Der Neugrevener Coach Mirsad Cedevic brachte folgende Startelf in diesem Pokalspiel. Im Tor Luca Dömer, davor Johannes Mennemeyer, Kapitän Felix Grasenbrink, Mike Lischka, Emre Kütschek-Osman, Bernd Lakebrink, Philipp Kraus, Jonas Rüschenschulte, Daniel Gold-Pavari, Jonas Aberbeck und Mohamed Sayeh. Auf der anderen Seite schenkte Wolbecks Alois Fitsch folgendem Startpersonal sein Vertrauen. Im Tor Marc Klein, davor Luc-Ulrich Fette, Jan-Simon Swedlik, Linus Mörders, Jonas Bodin, Kolja Speckmann, Jonathan Tichtmeier, Ersan Keser, Aaron Schölling, Kapitän Malte Höppner sowie Jan-Niklas Tichtmeier. So, ich hoffe, ich habe alle Spieler richtig zuordnen können, denn auch nach dem Spiel gab es ein paar Irritationen bezüglich der Spielerdaten, dazu gleich mehr. Wir starten zunächst mal in Minute 3 mit den weiß gekleideten 09ern von rechts nach links spielend. Da hätten wir dann mal eine Flanke von der linken Seite von Daniel Kolpavari. VfL-Keeper Marc Klein packt zu. Nee, doch nicht. Sayeh ist da und stoppt ab. Was ist denn hier los? Mohamed Sayeh markiert hier mit der allerersten Offensivaktion gleich mal den Führungstreffer für die Gastgeber. Auf Fußball.de war hier als Torschütze zum 1-0 der Jonas Aberbeck aufgeführt. Ja klar, Sayeh und Aberbeck, die kann man schon mal verwechseln. Sehen sich auch zum Verwechseln ehrlich. Der Vorlagengeber Golpavari tauchte namentlich gar nicht auf. Bei Fußball.de, da spielte Greven sogar nur zu 9. Der Lischka, der fehlte dann auch, aber alles Fake News, habe ich nachgezählt. Es waren 11 Greven auf dem Platz. Ich sagte ja, es gab da auch ein paar kleine Reaktionen nach dem Spiel. So, hier läuft die Wiederholung. Brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Das Ding geht leider auf die Kappe von Wolbecks Schnapper Marc Klein, der hier den viel zitierten Flutschwinger zeigt. Kann passieren, sollte es aber nicht. Sayeh hat den passenden Riecher und ist zur rechten Zeit am rechten Platz. Greven 1, Wolbeck 0, 3 Minuten gespielt. In Minute 6 zeigten sich dann auch erstmals die Gäste. Versuchen es an dieser Stelle mal mit einem Distanzschuss. Es dürfte Ersan Keser gewesen sein, der hier übrigens im Trikot von Vestus über die Wiese lief. Ja, beide Teams wollten mich beim Zusammenschnitt verzweifeln sehen. Wir springen in Minute 14. Greve hatte das Spiel hier fest im Griff. Ballkünstler Emre Kütschek-Osman auf den rechten Flügel zu Neuzugang Mike Lischka. Und der sieht hier in der Mitte den startenden Rüschenschulte. Was für ein Traumpass! Und der Rüschenschulte lässt sich das Ding hier nicht nehmen. Schiebt lässig an Klein vorbei in die Maschen. 2-0 Greven durch Jonas Rüschenschulte. Gerade mal 14 Minuten absolviert. Chapeau 09, klasse Auftakt hier. Und da kommt die Wiederholung. Zunächst schauen wir wegen Abseits von der Seitenlinie. Alles im grünen Bereich, wie wir hier sehen. Tolles Timing durch Lischka. In der Mitte verpasst es, Jonathan Tichtmeier den Fuß dazwischen zu kriegen. Und der Rest ist Formsache für Rüschenschulte, der sich hier den Kleinen sauber auskommt.
Und in Minute 17 wäre es dann fast noch dicker für die Wolbecker Jungs gekommen. Saye bedient hier Bernd Lagberg im Zentrum, knapp links am Tor vorbei. Die 22. Minute, jetzt mal ein Freistoß für die Gäste. Vielleicht mal die Chance, irgendwie auch mal aufs Scoreboard zu kommen. Linus Möllers mit der 10 steht bereit, ausführt mit aber Aaron Scholling im Hintergrund, der übrigens im Trikot von Benzmann auflief. Ja, Irritation, aber der trug wirklich Benzmanns Trikot. Anlauf von Scholling, Schuss, aber Endstation Luca Dömer im Kasten, der 0-9er. 4 Minuten später nochmals die Hausherrin, Johannes Mennemeyer im Zusammenspiel mit Bernd Lakenbrenk auf dem linken Flügel. Mennemeyer bedient dann Rüschen Schulte im Zentrum. Der dribbelt sich in den Strafraum, ist nicht vom Ball zu trennen. Dann wird der Winkel etwas spitz und McLein ist zur Stelle, um den Schussversuch zur Ecke abzulenken. Wieder war Greven dem dritten Tor näher als Wolbeck dem ersten. Jede Szene in der Wiederholung, starke Aktion von Jonas Rüschen Schulte. Es war aber auch die letzte zeigenswerte Offensivaktion beider Teams in Durchgang 1. Und mit dem Zwischenstand von 2-0 ging es damit in die Halbzeitpause. Und in der hatte Gästetrainer Alois Fitsch sicherlich einen neuen Matchplan für seine Elf aus dem Hut zaubern müssen. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Statistik der ersten 45 Minuten und sehen, dass Greven hier deutlich das Geschehen diktierte. Zum Glück für den VfL waren es nur 2 Tore Rückstand und nicht mehr. Vielleicht ging da ja also noch was in Hälfte 2. Und da steigen wir jetzt direkt mal ein. Die Gäste, die kamen hier gleich mal mit viel Elan aus der Kabine. Felix Krasenbrink wird hier zu einem Rückpass auf Dömer gezwungen. Käser geht sofort drauf. Und der wohl für Mennemeyer gedachte Flugball von Dömer wird von Wolbeck in aussichtsreicher Position abgefangen. Querpass auf Käser und der befördert die Kugel hier per Direktabnahme ins Gehäuse der 09er. So kann's gehen. Keine 120 Sekunden im zweiten Durchgang auf der Uhr und schon haben wir hier den Anschlusstreffer der Gäste. Krass, Ersan Käser im Trikot von Vestus mit dem 1-2. Hatte ich so nicht mitgerechnet und Greven ganz sicher auch nicht. Und die reklamierten hier vehement eine Abseitsposition des Torschützen. Wir werden das überprüfen. Hier nochmal in der abendlichen Sonne zu Greven, die Entstehung des Tores. Dömer leitet den Gegner mit dem missglückten Flugball selbst ein. Wolbecks Nummer 18, der laut Fußball.de eigentlich gar nicht gespielt hatte, antizipiert am schnellsten. Doch das Ganze hat einen kleinen Makel mit großen Auswirkungen, denn bei der Ballabgabe in Richtung Käser sehen wir, dass der Torschütze tatsächlich rund 1 Meter im strafbaren Abseits gestanden hatte. Für Schiedsrichter Moritz Mühldorf sicherlich mega schwer zu erkennen. Der Treffer erzählte und damit hatten wir hier plötzlich wieder eine richtig spannende Partie in der Schönefließ. Wolbeck im zweiten Durchgang wie verwandelt. Vielleicht hatte der Anschlusstreffer auch nochmal Auftrieb gegeben. Minute 54, Freistoß für die Gäste. Vett und Schölling, der heute undercover als Benson im Einsatz war, tüftelt da mal was aus. Und das sah dann so aus, dass Vette einfach mal aus der Distanz draufhielt. Hoch aufs Eck, doch Luca Dömer hatte den Braten mehr als gerochen und flippte die Kugel sicher runter. Kurios, eine Minute später nämlich wieder Freistoß, aber keine Wiederholung, gleiche Position, wieder Schölling und Vette. Dieses Mal Schölling mit einem Distanzschuss, aber auch hier in die Arme von Dömer, der wiederum sicher zupackt. 57. Minute Greven im Angriff, Lischka mit einer scharfen Hereingabe im Zentrum, verpasste Rüschen Schulte denkbar knapp. Greven setzte nach, doch Wolbeck konnte sich befreien und klären und somit seinerseits einen Gegenangriff starten. Auf Höhe der Mittellinie bekommt Käser die Kugel, geht ins Laufduell mit Krasenbrink. Dann der Blick und der Pass auf seinen mitgelaufenen Mannschaftskameraden. Abschluss an den Pfosten! Dömer halt raus, doch Käser ist eh am Ball. Käser mit dem Lupfer und kein Tor, weil Grevens Zauberfuß Emre Kültschek-Osman auch Kopfball kann und mit selbigen hier auf der Linie klärt. Tolle Bilder in der DW-Werbung-Arena zu Greven. Ja, und natürlich habe ich hier die Wiederholung. Erst der Pfostenschuss, dann die Rettungstat auf der Linie. Hier nochmal aus der Hintertor-Kameraperspektive. Da vergibt Wolbeck hier binnen weniger Sekunden gleich 2 Großchancen auf den Ausgleich. Und die 09er, die wussten in dieser Phase der Partie gar nicht, wie ihnen geschah. Hatten in der Situation riesiges Glück. Wir springen weiter in die 62. Minute. Jetzt wieder mal die Hausherrin mit einer gelungenen Aktion.
Dömer mit einem weiten Schlag in die gegnerische Hälfte. Und da ziehen Lischka und Rüschenschulte plötzlich davon. Klein, alt aus dem Kasten. Rüschenschulte nickt vorbei. Lischka ist da und stellt hier auf 3-1. Nee, stellt er nicht, weil der Referee Moritz Niedorf eine Abseitsposition gesehen hatte. Okay, kein Tor also. Wir überprüfen. Und hier kann man es erahnen, dass Rüschenschulte bei der Ballabgabe von Dömer in der gegnerischen Hälfte näher zum VfL-Tor steht als ein Wolbecker Feldspieler. Also abseits für mich. Bei der zweiten Ballabgabe von Rüschenschulte in die Spitze auf Lischka befindet sich letzterer eindeutig hinter dem Ball und somit nicht in einer strafbaren Position. Unter Strich war aber die Entscheidung von Ludolf in meinen Augen korrekt, hier dem Treffer die Anerkennung zu versagen. Hier nochmal die Situation aus der Torkameraperspektive. Weiter geht's in Minute 69. Wieder eine strittige Situation, die Ludolf zu bewerten hat. Und zwar bekommt hier Wolbecks Jan Simon Zwedig die Kugel im Zentrum und setzt dann direkt mal zum Torschuss an. Ludolf entschied auf Eckball, weil der Ball in seinen Augen von Jonas Arabeck noch leicht abgefälscht wurde. Auch hier werfen wir noch einmal einen Blick auf die Szene. So. Da kommt der Schuss. Oh, und es ist schwer zu sagen in meinen Augen, ob Arabeck hier tatsächlich noch mit der Ferse am Ball war. Also wenn, dann hauchzart. So, und damit gab es ja den anschließenden Eckball für die Gäste aus Wolbeck. Machen wir es kurz. Ecke Schölling. Kopfball Bodin. Ausgleich! 2-2, 70. Minute. Fußball ist manchmal so einfach. Jonas Bodin wuchtet den Ball aus 5 Metern zentraler Position in die Maschen der 09er. Was für ein grandioses Comeback des VfL Wolbeck hier in der Schöllinger. Und hier der Auswärtstreffer nochmal in der Wiederholung. Stehen mit Golpavari, Arabeck, Sagé und Krasen mit gleich 4 Gräfen um den Torschützen herum. Doch keiner kann verhindern, dass Jonas Gudin hochsteigt und wuchtig unter die Latte trifft. Grävenschlussmann Dömer machtlos. Wir springen ein paar Minuten weiter. Greven weiterhin etwas fahrig im eigenen Spiel. Die Leichtigkeit und die Ballsicherheit des ersten Durchgangs waren vollkommen verschwunden bei den Hausherren. Keine Ahnung wohin. Wenn die 09er im zweiten Durchgang mal nach vorne kamen, dann sah es so aus wie in dieser Szene. Es kam halt nicht viel dabei rum. Sprung in die absolute Schlussphase. Die 90. Minute war gerade angebrochen. Ludolf gab nochmal 3 Minuten oben drauf. Freistoß aus guter Position für die Hausherren. Die hatten hier nochmal die Chance, alles wieder ins Lot zu rücken. Emre Küçükosman mit der Ausführung betraut. Wolbeck mit 5-Mann-Mauer. Reicht die aus? Anlauf von Emre Küçükosman. Schuss und drüber. Kein Happy End für Greven. Es sah alles nach einem Elfmeterschießen aus in der Schönefliet. Die 3. Minute der Nachspielzeit, quasi die letzten Sekunden vor dem Duell vom Punkt aus. Dömer. Der Ball abgefangen. Dann Schölling hier. Mal mit einem Distanzschuss. Aber Dömer schnappt sich wiederum die Kugel. Sieht Küçükosman auf links auf Höhe der Mittellinie. Der wiederum weiter zu Lischka. Dann Laszlo Noaberges mit dem Flugball auf Lakenbrink. Linker Flügel. Und der wackelt hier im 1 gegen 1. Jan-Niklas Tichtmeier aus. Flanke. Lischka. Tor! 3-2 für Greven. Unglaublich. Unfassbar. Aber die Kugel findet wenige Sekunden vor dem Ende doch nochmal den Weg ins Tor. Mike Lischka erzielt hier per Kopf aus kürzester Distanz die erneute Führung für den SC Greven 9. Was für ein Spiel. Hier die Wiederholung. Kein Abseits beim Zuspiel auf Lakenbrink und definitiv kein Abseits bei der Flanke vor das Tor. Und am zweiten Pfosten, da lauert dann dieser Mike Lischka und befördert den Ball per Kopf aus kürzester Distanz über die Linie. Moritz Ludolf, der pfiff die Begegnung doch nochmal an. Es war also noch nicht Schluss hier in Greven. Wolbeck warf alles nach vorne. Dann Käser mit einem Verzweiflungsschuss aus
weiter Entfernung, aber ins Torhaus und dann war es aus. Ludolf hatte genug gesehen, das Spiel ist vorbei. Der SC Griffen 9 siegte also denkbar knapp mit einem Last-Minute-3:2-Sieg gegen den VfL Wolbeck und zieht damit nicht nur ins Finale um den Kreispokal der Saison 2019-20 ein, sondern nimmt somit auch am Westfalenpokal 2020-21 teil. Glückwunsch an die 09er. In der Statistik sehen wir, dass die Gäste im zweiten Durchgang hier richtig aufgedreht haben und nach toller Leistung mindestens den Vergleich vom Elfmeterpunkt verdient gehabt hätten. So aber blieb nur der Trost, dass sie hier eine klasse Pokalfahrt geliefert hatten. Schauen wir auf den Wettbewerbsbaum, da sehen wir, dass sich im zweiten Halbfinale Kinnaus durchsetzen konnte. Damit standen zwei Dinge fest. Erstens Finalgegner des SC Griffen 09 und die Tatsache, dass Wolbeck und Freckenhaus in einem, sagen wir mal, Spiel um Platz 3 noch um die Teilnahme am Westfalenpokal spielen durften. Denn Kinnaus hatte die Westfalenpokal-Teilnahme bereits aufgrund ihres Aufstiegs in die Westfalenliga vor Saisonbeginn sicher in der Tasche. Puh, tolles Spiel, toller Wettbewerb. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke fürs Zuschauen. Ihr, euer Tino Wermeling. Das Spiel der Woche wurde Ihnen präsentiert von Schweifel, Ihr Premium-Partner für Hausgeräte und Elektroinstallation in Greven und Umgebung. Und von Fanshort, Küchen und Wohnwelt in Greven. Hier finden Sie hochwertige Küchen und Möbel von namhaften Herstellern. Küche, Raum, Manufaktur. Fanshort, perfekt aus Tradition.